Hallo und herzlich willkommen bei Bastelzeit TV. Ich bin sicher, Sie freuen sich ganz genauso wie ich, dass neben mir Petra Habenstein steht. Hallo und hallo Enke, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich sehe hier Ölfarbe. Wir werden mit Öl malen. Ja, wir werden mit Öl malen und zwar mit der Ölfarbe Berlin. Schönen Namen. Mehrere kleine Geschichte gibt es später, aber vorab eine Ölfarbe, die wassermischbar ist. Das ist spannend. Genau, ja. Man braucht also nicht mehr mit Terpentin arbeiten, sehr, sehr gut für Allergiker geeignet. Und ansonsten sind alle Maleigenschaften klasse, wie sie immer sind bei Lukas. Toll. Und ich sehe auch, das sind zu den knallige Farben hast du mitgebracht. Sehr schöne, leuchten die Farben, du wirst es sehen vom Pigment her, es macht Freude. So, wir haben einen Teilrahmen, irgendwo müssen wir ja drauf malen. Dann verschiedene Borstenpinsel, auch in Synthetik. Dann, wie du schon gesagt hast, die Farben. Eine Abreißpalette, sehr gut für Öl geeignet. Und das Wort Öl findet sich in dieser Flasche wieder. Das Leinöl zum Malen, ein Malöl. Auch dieses Öl ist modifiziert wassermischbar. Und hier noch ein kleines Sortiment, ein Grundsortiment. Genau, mit dem man starten kann. Richtig. So, jetzt kann ich schon gar nicht mehr erwarten, mit diesen Farben zu malen. Ich merke das, du scharrst. Also, bis auf ins Atelier. So, auf ins Atelier. Und jetzt, liebe Enke, es kommen die wassermischbaren Ölfarben. Ganz spannend. Wer diese Farben noch nicht kennt, ein, zwei Sätze dazu. Wassermischbare Ölfarbe. Ich arbeite hier mit der Firma Lukas. Die Farbe heißt Berlin, wie die Stadt Berlin. Und ganz, ganz kleine Geschichte dazu. Früher war es unvorstellbar, dass die Stadt, die getrennt war, in West und Ost, wieder zusammenkommt. Und genauso unvorstellbar war es für viele, bis heute sicher noch, dass Wasser und Öl zusammenkommt. Und diese neue Ölfarbe, die kann das. Sie kann Wasser und Öl vermischen. Sie lesen das auch auf den Tuben. Wassermischbare Ölfarbe. Jetzt ist es nicht Sinn beim Malen, dass man die ganze Zeit die Farbe mit Wasser verdünnt. Aber Sie können wirklich diese Ölmalerei machen, ohne dass Sie Terpentin verwenden. Sie können am Ende nach dem Bild die Farben rauswaschen mit Wasser. Wie das geht, zeige ich auch. Eine ganz, ganz wunderbare Art. Sie haben keine Geruchsbelästigung mehr. Und falls es Allergien gibt bei Terpentin, können Sie trotzdem mit Öl weitermalen. Gut, zuerst zu den Farben, die ich schon vorbereitet habe. Wir haben hier ein Titanweiß, ein Zitronengelb, ein schönes Cadmiumgelb, ein Cadmiumorange, ein wunderschönes Cadmiumrot dunkel. Hier eine Primärfarbe Magenta, einen hautfarbenen Ton, lichten Ocker, ein wunderschönes Umbra Natur, ein Umbra gebrannt, Cyan, auch eine Primärfarbe. Und ein bisschen schwarz. Ganz wichtig, ich habe alle drei Primärfarben auf meiner Palette, Zitronengelb, Magenta und Cyan. Theoretisch kann man aus diesen drei Farben alle Farbtöne mischen, die man möchte. Sie werden teilweise eingebaut. Sie sehen, ich habe keine Grüntöne auf meiner Palette, weil die werde ich alle mischen. Und Grün braucht man, Sie denken das bestimmt schon, für eine Landschaft. Ich möchte jetzt mit Ihnen zusammen eine Landschaft malen, leicht abstrahiert, ein bisschen modern, locker mit lockerem Strich. Und in einem Zug durch und sagt auch à la prima Technik. Bevor ich starte, würde ich gerne wieder eine kleine Skizze machen mit verdünnter Farbe. Und diesmal brauchen wir kein Terpentin, sondern wir nehmen einfach Wasser. So. Das ganze Bild werde ich mit Borstenpinseln malen. Den Pinsel leicht anfeuchten. Und am besten malt man mit einem Braunton, Terra di Siena, Natur, Umbra, ein bisschen Ocker vor. Vielleicht können Sie es schon gut sehen. Ich habe wirklich nur Wasser am Pinsel. Wie schön sich diese Ölfarbe mit Wasser verbindet. Da ist ein Emulgator drin, der das möglich macht. Also die Farbe ist chemisch umgewandelt. Trotzdem, und das ist ganz wichtig, Sie haben ein richtig gutes Pigment. Schönes Lein- und Sonnenblumenöl. Also der ganze Charakter der Farbe ist genauso wie normale Ölfarben. So, ich habe mir eine schöne, dünne Farbe hergestellt. Und kann jetzt mein Landschaftsbild komponieren. Ich wohne südlich von München Richtung Tegernsee und finde es immer ganz schön, wenn man da spazieren geht. Man hat einen Weitblick und oft ist es gar nicht nötig, jedes Blättchen zu malen, sondern einfach die Gesamtstimmung einzufangen. Das werde ich jetzt versuchen. Wir haben dort die Berge. Ich glaube, jeder von Ihnen war schon mal Richtung München unterwegs. Diese Berge, Sie sehen das schon, lege ich wieder nicht mittig an. Das ist ganz wichtig, goldener Schnitt ein bisschen beachten. Das heißt eine Drittelaufteilung.
Hier vorne gibt es dann noch ein paar Gräser und Büsche, die setze ich aber dann direkt mit der Farbe ein. Was jetzt ganz wichtig ist, wenn Sie eine Landschaft malen wollen, die nicht ganz so klassisch aussehen soll, wechseln Sie einfach die Farben. Man spricht auch teilweise von Erscheinungsfarbe, das heißt, Sie schauen in die Landschaft und versuchen Sie mal andere Farben zu sehen, als nur immer Grün und Ocker. Das ist schon das ganze Geheimnis. Gut, hier oben ist einfach nur Himmel, den kann man auch farbig gestalten, also der muss nicht immer blau sein. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne zeigen, ich habe jetzt Ölfarbe am Pinsel, wie schnell man die im Wasser auswaschen kann. Dann in einem Küchentuch abtrocknen, ganz, ganz wichtig, weil ich will ja nicht mit Wasser weitermalen. Ich möchte ja dann mit Ölfarbe und Leinöl weiterarbeiten. Das Leinöl zu dieser Serie, also ein Malmittel, ist auch mit Berlin gekennzeichnet. So kann man das gut auseinanderhalten, ist überall das Brandenburger Tor drauf. Wenn Sie einkaufen gehen und finden dieses Zeichen, sind Sie auf alle Fälle richtig. So. Auch jetzt werde ich das Bild von oben nach unten anlegen. Ist auch ganz praktisch. Ölfarbe ist lange feucht. So hat man die Hand nicht im Bild. Mit einem groben Schweineborstenpinsel lege ich ganz leicht den Himmel an. Am Horizont Helligkeiten, Gelbtöne können dabei sein, Weiß und ständig beim Malen die Farben ineinander arbeiten und mischen. Die Strukturen, die dabei entstehen, lasse ich stehen, die vermale ich nicht. Das gibt auch schon ganz leichte Himmelstrukturen von Wolken. Je höher ich komme, je kräftiger werde ich im Farbton. Das unterstützt auch die Tiefe im Himmel. Nach oben hin benutze ich einen kühleren Gelbton, eher das Zitronengelb. Kühle rutscht nach hinten im Bild und wir unterstützen wieder die Tiefenwirkung. Ganz, ganz spannend ist, wenn man in den Himmel auch ein bisschen Violetttöne reinbringt. Violett zählt auch zu den kühlen Farben und es ist die Komplementärfarbe von Gelb. Also ganz spannend, die zwei Sachen zu verbinden. Violett habe ich nicht auf meiner Palette, aber ist ganz schnell gemischt. Man nimmt ein bisschen Zitronengelb, das Primärgelb, mischt ganz wenig Blau dazu und jetzt kommen Magenta-Rottöne rein. Man kann auch nur Rot und Blau mischen, dann gibt es ein sehr blaustichiges Violett, aber ich finde das eigentlich ganz schön. Es hat so einen Beerenton. Ich starte immer mit den hellen Farben und gebe die dunklen dazu. Und baue diese Töne. Oh, sieht wunderschön aus, genau. Passt sehr, sehr gut rein. Auch hier fürs erste Anlegen kann man an den Pinsel, wo man sonst Terpentin nimmt, ein bisschen Wasser geben. Die Farbe trocknet dann auch noch schneller, weil sie sehr mager ist. So, die Überleitung von dem Violett zum Gelb setze ich leichte Ockertöne dazwischen. Vielleicht ist hier schon schönes Wetter und da hinten zieht ein Gewitter ran oder positiv gesehen, das Gewitter zieht gerade weg. So, und da wir uns in der Moderne bewegen, kann auch ein leichtes Rosa mitspielen. Rosa ist auch leicht violettstichig hier und zu dem Gelb passt es ganz gut, weil es die Komplementärfarbe ist. So, zu den Bergen hin werde ich heller. Mit Titanweiß kann ich die bereits aufgetragenen Farben aufhellen. Und die Farben weiter ausmischen. So, jetzt habe ich so einen ersten Farbauftrag und jetzt nehme ich einen frischen Pinsel und kann, ohne Farbe aufzunehmen, die Farbe, die auf der Leinwand schon drauf ist, ineinander leicht rauchig verarbeiten. Das mache ich nicht an jeder Stelle, weil, wie vorhin gesagt, die Wolken sollen ja stehen bleiben. Aber durch dieses Weiche bekomme ich nochmal ganz viel Tiefe. Die meiste Tiefe will ich am Horizont haben, dass man das Gefühl hat, man kann weit in das Bild reingehen. Ich glaube, man kann das ganz gut sehen, den Unterschied jetzt zwischen dem rauchigen, weichen und dem doch strichhaften Auftrag.
Zwischendurch kann man den Pinsel in einem Küchentuch einfach abziehen. Die Ölfarbe erlaubt es. So, Helligkeiten, die man noch vermisst, kann man sogar oben noch reinarbeiten. So, und dann kommen wir auch schon zu den Bergen. Berge, die ganz hinten sind, treten in der Ferne in eine Verblauung, sagt man auch. Da nehme ich ein bisschen Cyan und Preußischblau, ein bisschen Titanweiß dazu, dass es nicht ganz so düster wird. Und lege den hinteren Berg mal leicht an. Ich merke dann sofort, ist es zu dunkel, kann ich noch ein bisschen Weiß dazugeben. Komponieren Sie es einfach so, wie Sie Ihr Gefühl der Landschaft dem Betrachter zeigen wollen. Ein bisschen Ocker noch dazu, ganz leicht. Der Ocker und das Blau vermischen sich zu ersten Grünnuancen. Die Berge, die weiter vorne sind, kann ein kleines bisschen mehr Grün vertragen. Auch da einfach ein bisschen Gelb reinmischen. In dem Fall das Zitronengelb. Jetzt sieht man genau, welchen Grünton man hat. Ist er zu laut, zu schrill, dämpft man ihn ein bisschen ab mit Orange. So, im Tal unten ist es etwas dunkler, weil Schattenpartien reinfallen. Und in dieser Technik arbeite ich mich jetzt durch. So ist der Berg schon ganz gut angelegt. Ausarbeiten und zum Schluss nochmal schauen, was ändere ich, was nuanciere ich. Das können Sie immer noch. Ölfarbe ist lange feucht. Und Sie haben immer die Möglichkeit einzugreifen. So, hier noch ein paar Helligkeiten setzen. Und jetzt geht es schon langsam zu dem vorderen Hügel. Der ist viel, viel weiter vorne. Das bedeutet, er wird auch wesentlich grüner werden. Also mehr Gelb zu dem Blau dazu. Und in frischeren Grüntönen arbeiten. Die Bewegung von Ihrem Pinsel steuert auch gleich diese Wuchsrichtung von dem Gras. Wenn Sie senkrecht arbeiten, geben Sie eher die Illusion, dass es schon Pflanzen, Gräser am Wegesrand sind, die man unten leicht abschattieren kann. Wenn Sie waagerecht arbeiten, ist es eher so flaches Gras. Auch da immer noch ein paar Blautöne mit einarbeiten. Bisschen Braun noch dazu, dass die Erde auch angedeutet ist. So, zwischen diesem Berg und dem ist ein Tal. Das kann ich zeigen, indem ich nochmal Dunkelheiten setze und den vorderen vom hinteren abtrenne. Und jetzt kann ich schon mit mehr Helligkeit arbeiten. Ein bisschen Orange noch einsetzen. Wärmer am Rand. Das tut den meisten Bildern sehr gut, wenn sie es warm einschließen. So, und auch diese Fläche erstmal stehen lassen. Jetzt kümmern wir uns um den kleinen Berg noch auf dieser Seite. Er liegt stark im Schatten. Kriegt also einen tieferen Grünton und im Vordergrund bisschen Ocker. Sie sehen, ich wasche den Pinsel zwischendurch gar nicht aus. Es ist ganz wunderbar mit dieser Ölfarbe. Sie gehen einfach von einer Farbe in die andere. Im schlimmsten Fall mal im Tuch ein bisschen abstreichen, weil es im Bild gut reinpasst, wenn man die verschiedenen Mischungen der Farben mit einbaut. Gut, wunderbar. So, unser Weg, den lege ich jetzt mal leicht an. Dafür wasche ich den Pinsel ein bisschen aus, weil ich eine sehr helle Farbe jetzt benutze. Sie sehen, eine Surfix-Ölfarbe aus dem Pinsel heraus. Ich finde es jedes Mal faszinierend. Auch für mich war das unvorstellbar, dass sich Ölfarbe in Wasser löst. So, den Weg lege ich an mit einem Hautton. Ein schöner, frischer, heller Ton. So, Sie sehen schon meine Arbeitsweise. Erstmal Farbe drauf, Fläche anlegen
Und dann kann man überlegen, liegt da ein Steinchen, liegt da ein Ast und so weiter. Fangen Sie nicht zu früh an mit den Details. Immer von groß nach klein, von der groben Fläche zu den Details. Jetzt kann ich hier die Wiese noch ein bisschen mit dem Weg verbinden. So, hier würde ich gerne ein paar größere Gräser, dann haben die setze ich später drauf. So, hier ist noch ein großer Wiesenhügel. Es wird farbiger und bunter, vielleicht stehen da ein paar Blumen. Aber zuerst beginne ich wieder mit einem frischen Grün. Das wiederholt sich jetzt auch nochmal schön im Bild. Auch ein bisschen von den Rottönen jetzt dazugeben. Wunderschön, diese Blau- und Rottöne, ganz, ganz toll in der Kombination. Ich lasse immer so ein bisschen Platz noch, dass ein bisschen Wiese da durchschauen kann. Und mische mir nochmal Grüntöne. Wenn das Grün zu hell ausfällt, ein bisschen Blau an den Pinsel und reinmischen. Ganz wunderbar. So, hier vorne werde ich immer detaillierter. Dafür wasche ich den Pinsel nochmal aus, damit ich mit meinen schönen, klaren Rot-Orange-Tönen weiterarbeiten kann. Abtrocknen nicht vergessen, Wasser braucht man nicht unbedingt zu malen. So. Ich mische mir jetzt einen warmen, ockerigen Braunton mit ein bisschen Rot und setze mal hier vorne die ersten bisschen Schatten unten rein. Das ist ganz wichtig beim Malen. Und wenn Sie sehr viel Licht haben, braucht es ein bisschen Schatten. Wenn Sie sehr viel dunkle Stelle haben, immer ein bisschen Licht setzen. Jetzt kann ich noch in der Ferne einen Blickpunkt setzen. Wo so viel Landschaft ist, muss auch irgendwo ein Baum wachsen. Und den setze ich hier auch wieder im goldenen Schnitt. Sie sehen die Drittelaufteilung ganz perfekt. Mit einer Schattenseite, bisschen Umbra, bisschen preußischblau. Die Schattenseite. Für das Licht gönne ich mir jetzt mal einen frischen Pinsel. Auch nicht ganz so schrill grün setzen, immer ein bisschen abmischen. Orange, Gelb, ganz bisschen Blau rein. Und die Lichtseite anlegen. So, die Wiese kann man noch ein bisschen ausarbeiten. Da steht ja so alles Mögliche, Kräuter und Wiesenblumen. Diese Feinkosmetik immer am Ende machen. Nicht zu früh versuchen, die einzelnen Sachen perfekt zu machen. Das schafft man sowieso nicht. Aber im Großen und Ganzen nähern wir uns schon langsam dem Ende, weil ich möchte das Bild nicht überdekorieren. Ich soll einfach durch die Farben, durch die perspektivische Wirkung sprechen, den Betrachter einladen, einen Spaziergang zu machen. Und vielleicht haben Sie genauso viel Spaß, eine Landschaft schnell in der sogenannten à la Prima-Technik zu malen. Und das Ganze noch ohne Terpentin. Am Ende kommt natürlich noch die Signatur. Auch da können Sie die Farbe mit Wasser verdünnen. Ich wähle jetzt einen sandigen Ton. Man sieht, es läuft richtig runter. Machen Sie relativ viel Wasser dazu. Die Farbe kann das vertragen. Ein Rundpinsel. Und genauso locker, wie Sie gemalt haben, setzen Sie die Signatur. So. So, und jetzt haben wir es alle erlebt, die Expressivität bei Bastelzeit TV. Und Petra kommt aus der bunten Landschaft zurück. Ich komme aus der Landschaft. Du hast gesehen, Ölfarbe, farbig eingesetzt, kräftiger in den Farben. So kann eine Landschaft modern werden. Modern, ja, zeitgemäß. Und man braucht auch nicht so wahnsinnig lange, wie du gesehen hast. Viel Farbe, flotter Strich. Ganz lässig. Das Bild ist fertig. Also sehr befreiend, was du uns da gerade gezeigt hast. Wenn man jetzt natürlich noch den Duft mitliefern könnte nach Hause, dann würde man auch merken, es riecht eben nicht nach Terpentin. Genau, ich wollte gerade sagen, nämlich keinen Geruch. Ja, ja, gar keinen. Wunderbar. Sie können also auch im Winter bei geschlossenem Fenster zu Hause Ölmalerei machen. Also legen Sie einfach los, entfalten Sie sich, werden Sie expressiv. Wir haben das Material geliefert. Richtig. Auf jeden Fall. Also bis zum nächsten Mal bei Bastelzeit TV. In diesem Sinne, Servus, bis bald. Und tschüss.